Schreibst du an einer wissenschaftlichen Arbeit, die auf einer empirischen Datenbasis beruht, dann darf eine Sache auf keinen Fall fehlen: die Beschreibung des methodischen Vorgehens. Damit meine ich das Kapitel, das du nach dem Literaturteil und vor deinen Ergebnissen platzierst, um deinen methodologischen Hintergrund zu erläutern, einzelne methodische Schritte zu erklären und dein Forschungsdesign zu skizzieren. Damit du in diesem Kapitel alle möglichen Stolperfallen vermeidest und bei der Begutachtung keine Angriffsfläche bietest, habe ich für dich in diesem Video die drei wichtigsten Grundprinzipien, die du in deiner methodischen Beschreibung beachten solltest. Dabei ist es egal, ob dein Forschungsdesign einem quantitativen, qualitativen oder Mixed-Methods-Vorbild folgt. Denn die drei Grundprinzipien sind für jede Art der empirischen Arbeit von elementarer Bedeutung. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Bevor wir starten, abonniere unbedingt noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level heben können. Außerdem möchte ich mich heute herzlich bei Scribber dafür bedanken, das Video unterstützt zu haben. Bist du auf der Suche nach einem professionellen Lektorat oder einer Plagiatsprüfung für deine wissenschaftliche Arbeit? Dann kann ich dir das Team von Scribber absolut ans Herz legen. Schau einfach mal auf scribber.de vorbei und schreibe mir eine kurze Mail an info@schreib.de für einen exklusiven Gutscheincode. Das Kapitel des methodischen Vorgehens ist ein immens wichtiges. Es befindet sich nicht nur auf der ersten Hierarchieebene deiner Arbeit, wie zum Beispiel Einleitung, Literaturreview oder Ergebnisse, sondern bietet auch extrem viel Angriffsfläche für Gutachterinnen. Das liegt ganz einfach daran, dass du hier beweisen musst, wie durchdacht dein Forschungsdesign ist und dass du deine Datensammlung und Analysemethoden sauber aufeinander aufgebaut hast. Insbesondere bei Abschlussarbeiten, solange sie denn empirischer Natur sind, ist eines der wichtigsten Kriterien die Kohärenz der einzelnen Arbeitsschritte. Ein positiver Aspekt dieses Methodenkapitels ist, dass die Grundprinzipien immer gleich bleiben. Das bedeutet, dass du viel von anderen wissenschaftlichen Arbeiten lernen kannst. Nachdem du also die drei Prinzipien aus diesem Video verinnerlicht hast, empfehle ich dir dringend mal einen Blick in 2, 3 oder auch 4 Paper zu werfen, die ein ähnliches methodisches Vorgehen aufweisen wie du. Schnell wirst du die Grundprinzipien wiedererkennen und kannst dir auf deine eigene Arbeit übertragen. Grundprinzip 1. Bleibe der Chronologie treu. Zunächst einmal solltest du dein Kapitel des methodischen Vorgehens so strukturieren, dass du deinen Arbeitsprozess Schritt für Schritt erklärst. Und zwar der Reihe nach. Hier einmal einige exemplarische Arbeitsschritte. Für eine quantitative Online-Umfrage. Wie wurde der Fragebogen entwickelt? Wie wurde die Umfrage technisch erstellt? Gab es einen Pretest? Wie wurde er durchgeführt und was hat er ergeben? Wie wurden Teilnehmerinnen rekrutiert? Wie wurde die Zusammensetzung und Größe der Stichprobe bestimmt? Welche Analysen und statistischen Tests wurden wie und mit welcher Hilfssoftware berechnet? Gibt es Reliabilitätsmaße, die du berichten kannst? Und nun ein Beispiel für qualitative Experteninterviews. Welche methodologischen Annahmen unterliegen deiner Arbeit? Case Study, Grounded Theory, etc. Gegebenenfalls oder Unternehmensbeschreibung. Wie wurde der Interviewleitfaden entwickelt? Wie wurden die Expertinnen rekrutiert? Wie wurde die Zusammensetzung und Größe der Stichprobe bestimmt? Welche Analysen wurden wie und mit welcher Hilfssoftware durchgeführt? Welchem Codierschema folgt deine Analyse? Gibt es Reliabilitätsmaße, die du berichten kannst? Darüber hinaus solltest du keine Ergebnisse in diesem Kapitel preisgeben. Das methodische Vorgehen dient lediglich dazu, dein Forschungsdesign relativ unabhängig von den Daten zu beschreiben, damit es theoretisch von jedem repliziert werden könnte. Dabei ist Transparenz sehr wichtig und auch ungeplante Zwischenfälle wie ein gescheiterter Pretest oder ein überarbeitetes Codebuch sind kein Beinbruch. Sie tragen eher dazu bei, dass du deiner Arbeit zusätzliche methodische Tiefe verleihst und zeigst, dass du nach der guten wissenschaftlichen Praxis gearbeitet hast. Grundprinzip 2. Berufe dich auf Frameworks und Qualitätskriterien. Um die Qualität deines methodischen Vorgehens zu erhöhen, solltest du dich an eine Anleitung halten.
Zwar streiten sich Forschende immer mal wieder über diesen oder jenen Schritt, doch im Prinzip bleibt der Baukasten Studie für Studie immer gleich. Nach vielen Jahrzehnten der empirischen Forschung haben sich einige Werke und Autorinnen herauskristallisiert, die eine Art wissenschaftlichen Konsens erarbeitet haben. Du brauchst also eigentlich nichts weiter zu tun, als ihrer Anleitung zu folgen. Recherchiere nun die in deiner Disziplin meist zitierten Frameworks und vergleiche, welches für deine Methode am besten geeignet ist. Ein Beispiel. Das Buch Case Study Research, Design and Methods von Robert Yin ist ein Standardwerk, wenn es um die Durchführung von Case Studies geht. Gehst du nun aber mit qualitativen Experteninterviews vor, ist höchstwahrscheinlich ein anderes Framework besser geeignet, da Yins Ansatz auf quantitative Methodik abzielt. Hast du dich für ein Framework entschieden, dann folge möglichst konsequent dem dort vorgeschlagenen Vorgehen und zitiere es selbstverständlich in deinem Kapitel. Die Arbeitsschritte, die dein Framework vorsieht, entscheiden nun darüber, wie du dein Kapitel aufbaust. Denn du solltest ja, wie in Grundprinzip 1 erläutert, der Chronologie folgen. Bevor wir nun zum dritten und letzten Grundprinzip kommen, möchte ich dir noch einen Geheimtipp geben. Stelle dein methodisches Vorgehen visuell dar und füge es in dein Kapitel ein. Baue dabei auf deinem Framework auf, aber wende es konkret auf deine Arbeit an. Zum Beispiel so. In dieser Arbeit wurde eine qualitative Inhaltsanalyse mit Postings von Twitter vorgenommen. Nach der Abbildung würden nun die einzelnen Schritte in textueller Form beschrieben werden. Und zwar konkret, also genau wie das Vorgehen vonstatten gegangen ist, mit dem Wissen um die Anleitung aus dem Framework. Grundprinzip 3. Verbinde jeden Schritt mit einer Begründung. Auch wenn du peinlich genau einem Framework folgst, wirst du manchmal auf ungeplante Vorkommnisse stoßen. Oder du stehst vor einem Dilemma. Oder du hast zu viele Optionen. Dann musst du eine methodische Entscheidung treffen. Das Kapitel des methodischen Vorgehens ist eine einzige große Begründung deiner methodischen Entscheidungen. Wie du in den ersten beiden Prinzipien gelernt hast, solltest du nach Möglichkeit alle Schritte der Reihe nach erklären und dich dabei am besten auf ein in der Wissenschaft anerkanntes Framework beziehen. Nun musst du im letzten Schritt sicherstellen, dass du die einzelnen Schritte logisch miteinander verknüpfst, und zwar mit Begründungen. Grob kannst du dir das so merken. Für jeden Schritt, den du beschreibst, schreibe einen weiteren Satz dazu, warum dieser Schritt der bestmögliche und logischste war. Um das zu üben, kannst du am Ende deine Logikkette überprüfen. Ein Beispiel. Um die eingangs aufgestellte Forschungsfrage zu beantworten, dient dem Forschungsdesign dieser Arbeit eine Fallstudie der Firma XY. Warum eine Fallstudie? Aufgrund der Tatsache, dass Augmented Reality in der Handwerksbranche bisher nur vereinzelt eingesetzt wird, wie in dieser Studie nachzulesen, und die Firma XY seit 2 Jahren den Einsatz von AR-Brillen in der Fertigung forciert und im Pilotprojekt ABC mitwirkte, welches DEF erstmals in Deutschland in die Praxis umsetzte, eignet sich eine Einzelfallstudie dieser Firma, um Inhalt der Forschungsfrage zu ermitteln. Dazu wurden im Juli 2020 10 Experteninterviews in Firma XY durchgeführt und ausgewertet. Warum Experteninterviews? Die im Literaturreview herausgestellten Bedarfe der Theoriebildung in Bezug auf dieses Thema in Kombination mit der Neuartigkeit der Technologie im Anwendungskontext des Handwerks machen es notwendig, mithilfe qualitativer Methodik eine Datenbasis zu schaffen und Anforderungen, Motivatoren und Barrieren zu identifizieren. Die Experteninterviews wurden nach dem Vorbild von Meiring 2015 ausgewertet und analysiert. Warum Meiring 2015? An dieser Stelle stoppe ich nun das Beispiel. Wie du siehst, handelt es sich in diesem Kapitel um eine Aneinanderreihung methodischer Schritte und deren Begründung. Deine Leistung in diesem Kapitel wird zu einem großen Teil daran gemessen, wie gut du deine Entscheidungen begründen konntest. Zum Schluss noch eine letzte Anmerkung. Manchmal musst du eine Entscheidung treffen, bei der du dir nicht sicher bist, in welche Richtung du nun gehen sollst. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Und manchmal gibt es auch kein richtig oder falsch. Es gibt nur gut begründet und schlecht begründet. Hauptsache ist, du triffst eine Entscheidung und beschreibst dann in nachvollziehbarer Weise, warum diese Entscheidung methodisch und inhaltlich Sinn macht. Wenn du das schaffst,
steht der vollen Punktzahl im Gutachten deiner wissenschaftlichen Arbeit für dieses Kapitel nichts mehr im Weg.